Das Ehepaar de La Rosière mag die typisch provenzalische Mischung von Lavendel- und Olivenbäumen und hat sie in ihrem Garten vereint. Doch ihre wahre Leidenschaft gilt einem Kuriosum, dem Alchemistengarten. Der ehemalige Geschäftsmann André de Villeneuve hat alles verkauft, um die Anlage seines herrschaftlichen Landhauses in Valençol zum Blühen zu bringen. Die Gärten von Annabelle und Sylvain sind die Lavendelfelder der Drôme Provençale. Hier haben sie ihr Jurtenzelt aufgeschlagen, hier grast ihre Ziegenherde. Cécile Chancel wurde belächelt, als sie vor 30 Jahren einen Küchengarten im Stil des 18. Jahrhunderts anlegte. Heute gilt er als eine der schönsten Anlagen weit und breit. Die historische Region Provence im Südosten Frankreichs erstreckt sich von den Alpen bis zum Mittelmeer. Bekannt ist sie vor allem durch ihre duftenden violetten Lavendelfelder. Die Provence zählt zu den ältesten Siedlungsgebieten der Menschheit. Die trockene, kalkhaltige Landschaft besitzt viele Quellen, liebliche Weinberge, schroffe Felsen und malerische Schluchten prägen die Gegend. Am Fuße der Alpille bei Avignon, im Schatten von duftenden Lindenbäumen, liegt Mas de la Brune, ein altes Steinhaus aus der Renaissancezeit. Den Garten hat das Ehepaar de La Rosière nach seinen Vorstellungen angelegt. Von seiner ursprünglichen Form war nichts mehr zu erkennen. Wir haben diesen Garten komplett neu gestaltet. Unserer Ansicht nach brauchte das Haus einen klassischen Garten, um sich in die Umgebung gut einzufügen. Deshalb haben wir viel Arbeit in die terrassenförmige Struktur reingesteckt und all diese Buchsbäume gepflanzt, die eine Idee davon vermitteln, wie es in der Renaissance ausgesehen haben mag. In modernen Gärten wird heutzutage oft die Kombination von Lavendel- und Olivenbäumen verwendet. Das ist in der Tat eine sehr schöne Kombination. Leider blüht der Lavendel nicht lange und man muss ihn unbedingt beschneiden, damit er kugelförmig bleibt. Und Olivenbäume sind sehr schön. Das ist unser provenzalischer Baum. Das Anwesen der de la Rosières bietet ausreichend Platz für einen provenzalischen Garten und für ihre Enkelkinder. Kommt ihr uns helfen? Heute will Marie ihren Enkelkindern beibringen, wie man traditionelle Lavendelflaschen herstellt. Dazu müssen die Blüten fachgerecht abgeschnitten werden. Lavendel sollte in voller Blüte oder besser noch gegen Ende der Blüte ganz dicht an den neuen Trieben abgeschnitten werden. So trocknet die Pflanze nicht aus. Beziehungsweise die neuen Triebe wachsen nicht in alle Richtungen, sobald ein paar Tropfen Regen fallen. In solch einem Fall müsste man die Pflanze bis zum Holz herunterschneiden, damit sie wieder schön aussieht. Doch dann stirbt sie ab. Für die Lavendelflaschen braucht man nur Satinbändchen und geschickte Finger. Die Stiele müssen alle gleich lang sein. Ihr müsst 19 Stück abzählen, denn das ist eine ungerade Zahl und besser mit dem Band zu handhaben. 19. Gut so. Danach führen wir das Satinbändchen drumherum und machen daraus ein richtiges Säckchen.
Zuerst machen wir einen Knoten und verstecken alles, was übersteht. Wir knicken die Stiele um und stülpen sie über die Blüten, die darunter versteckt werden. Wenn sie noch feucht sind, brechen sie nicht. Dann weben wir das Band einmal drunter, einmal drüber, wie bei einem Stoff. Man muss die Abstände zwischen den einzelnen Lavendelstielen gut verteilen, seht ihr? Die Lavendelflaschen sind nicht nur hübsch und riechen gut, sondern halten auch Motten fern. Oh Marie, du machst das gut. Und du auch. Zum Schluss werden die Stiele sauber abgeschnitten. Im Herzen der Provence, in Valensole, liegt das Anwesen von André de Villeneuve. Einer seiner Vorfahren war Vizeadmiral der Vereinigten Spanisch-Französischen Flotte, die von Lord Nelson in der Schlacht von Trafalgar geschlagen wurde. Und hier erholte er sich von seinen Schlachten. Als der erfolgreiche Geschäftsmann André de Villeneuve fast 300 Jahre später das Gut erbt, besteht der Garten nur aus ein paar alten Bäumen und verwilderten Beeten. Obwohl er vor einer gewaltigen Aufgabe steht, packt André de Villeneuve es an. Für ihn bedeutet es eine Herausforderung, das Erbe wieder instand zu setzen. Gärten verursachen sehr hohe Kosten, 50.000 Euro im Jahr. Die muss man erst einmal aufbringen. Sie fallen nicht vom Himmel. Deshalb habe ich all meine Wohnungen verkauft, um die Gärten anzulegen. Es gibt Leute, die Drogen nehmen. Meine Droge sind Gärten. André de Villeneuve wird von seinem Gärtner Jacques Lenz unterstützt. Die beiden besprechen täglich, was gemacht werden muss. Im französischen Garten sind die Buchshecken braun geworden. Herr Lenz, ich habe von Problemen mit dem Buchs gehört. Sie haben davon erzählt. Ja, ich habe da etwas obendrauf gesehen. Denken Sie, dass die Bewachsung ihn beschädigen könnte? Vielleicht mehr gießen. Aber nein, ich lasse jede Nacht gießen. Das ist merkwürdig. Ich könnte ihn mit Magnesium behandeln. Dann sollte er wieder grün werden. Ja, glauben Sie, dass er dadurch wieder grün wird? Das wird wieder grün, bestimmt. Meiner Meinung nach muss man provenzalische Gärten anlegen. Schließlich sind wir in der Provence. Und Valensole liegt in der Haute-Provence. Man muss das pflanzen, was uns am kostbarsten ist, nämlich Kräuter, die man überall im Heideland findet. Und Spezialisten auch neuerdings in ihren Gärten integrieren. Also habe ich einen Kräutergarten in geometrischen Formen angelegt, um ein bisschen das Gesamtbild des Gartens zu wahren. Bis der Kräutergarten aber perfekt aussieht, muss noch ein Problem gelöst werden. Kräuter brauchen eine individuelle Bewässerung. Das klappt noch nicht so recht. Besitzer Villeneuve hat sich erkundigt. Die Spezialisten von der Baumschule haben mir geraten, so wenig wie möglich zu gießen. Und letztlich haben sie recht. Je weniger wir gegossen haben, desto erfolgreicher waren wir. Eigentlich sind Kräuter ein wenig masochistisch, wie der Lavendel. Wenn er leidet, duftet er. Die Eigenheiten der Pflanzen zu kennen, ist sicherlich wichtig. Aber das allein reicht noch nicht aus. Zu einem provenzalischen Kräutergarten gehört eine Vielfalt an spezifischen mediterranen Kräutern. Der Boden muss gut durchlüftet werden, darf nicht zu kalkhaltig sein und das Wasser sollte man gut abfließen lassen.
Zweimal im Jahr braucht er einen Schuss Dünger, verteilt auf 3 Portionen im 2-Wochen-Abstand. Und eine Bewässerung, die den Bedürfnissen der Pflanze entspricht. Zu den typischen provenzalischen Kräutern zählen Salbei, Thymian, Oregano, Lavendel, Basilikum, Majoran, Bohnenkraut, Rosmarin und Estragon. Neben dem klassisch-französischen Garten und dem Kräutergarten besitzt André de Villeneuve auch Lavendelfelder und Olivenhaine. Es kommt darauf an, den richtigen Zeitpunkt für die Ernte zu erwischen. Wir können sie abschneiden. Sie sind reich an Essenzen. Ja, sie sehen gut aus. Aber ich freue mich, so viele Bienen zu sehen. Das ist wahr. Das ist, weil wir weniger von diesen... Ja, Pestiziden. Weniger Pestizide benutzt haben. Weniger Mist. Sie sind prächtig. Seitdem neue EU-Richtlinien die Verwendung von Pestiziden eingedämmt haben, hat sich die Qualität des Lavendels verbessert. Auf den Feldern ist aber mehr Unkraut gewachsen. Das wiederum dient vielen Tieren als Nahrungsgrundlage, wie zum Beispiel den Ziegen im Norden der Provence. Täglich zieht Sylvain mit seiner Herde über die Felder der Drôme Provençale, um sie fressen zu lassen. Danach werden die Tiere von Annabelle gemolken. Die Chèvre du Rove ist eine spezielle Ziegenrasse aus dem Küstengebiet um Marseille. Ich melke von Hand, weil ich dadurch einen engeren Kontakt zu den Tieren habe. Auch wenn es manchmal ein bisschen energisch erscheinen mag, wenn sie bockig sind. Aber normalerweise läuft es gut. Sie hören alle auf ihren Namen und kommen von selbst zum Melken. Das wollten wir mit dieser Art von Viehzucht erreichen. Manchmal muss doch noch ein wenig nachgeholfen werden. Schon gut, meine Alte. Vorsichtig. Ich lebe nicht nur meinen Landtraum, sondern auch meinen Kindheitstraum. Als ich klein war, wollte ich Förster werden. Jeder Tag ist ein Abenteuer. Nie ist es Routine. Das habe ich nirgendwo sonst gefunden. Und deshalb fühle ich mich an diesem Ort zu Hause. Im Innenhof eines verlassenen Gehöfts haben die beiden ihre Jurte aufgeschlagen. Sie genießen ihr Leben zwischen den Tieren. In einem Nebenhaus macht Annabelle zweimal täglich aus der Ziegenmilch frischen Rohmilchkäse, den sie an Feinkostläden verkauft. Als Annabelle und ich dieses Projekt gestartet haben, war es naheliegend und natürlich, mit den Tieren zu leben, ein Produkt zu verwandeln und es wertzuschätzen. Wir mögen Käse, sonst würden wir ihn nicht herstellen. Ich glaube, man kann ein Produkt nur mit Liebe machen, wenn man es auch selber mag. Sonst ist es nur eine Beschäftigung. Für uns ist es aber keine Beschäftigung, sondern es ist unser Leben, unsere Entscheidung, eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Kilometer südlich, zwischen der Gebirgskette des Luberon und der Mittelmeerküste, liegt das Schloss Val-Joannis. Hier hat sich Cécile Chancel vor 30 Jahren ein außergewöhnliches Projekt ausgedacht.
einen Küchengarten im Stil des 18. Jahrhunderts. Ihrem strengen Tagesablauf ist es zu verdanken, dass der Garten heute zu den schönsten der Region zählt. Morgens mache ich das am wenigsten Langweilige vom Langweiligen. Ich mache kleine Dinge, die wichtig sind und die mir die Möglichkeit geben zu sehen, was unter und hinter den Dingen vor sich geht. In Cécile Chancels Garten findet sich alles, was in der Provence seit 300 Jahren in einem Küchengarten angepflanzt wird. Vor 32 Jahren machte das keiner. Die Leute dachten, ich wäre ein bisschen sonderlich mit meinem Küchengarten. Ich hätte einen englischen oder französischen Garten machen sollen. Irgendetwas sehr Schickes. Also ein bisschen langweilig. Cécile Chancel verstand es, nach altem Muster essbare Pflanzen mit farbigen Blumen zu kombinieren und ein ganzheitlich stimmiges Bild zu schaffen. Meine Idee war, den Garten nach den Vorstellungen der Schlossherren zu gestalten. Sie lebte in Aix Ende des 17. Jahrhunderts und kam im Sommer von Mai bis September, Oktober mit all ihren Bediensteten hierher, um der Pest und Cholera zu entkommen und um Geld einzutreiben. Und wovon ernährte sie sich? Ich stellte mir also vor, was sie hätte anbauen können, wenn sie zu jener Zeit hier dauerhaft gewohnt hätte. Gemeinsam mit einem Architekten legte Cécile Chancel den Garten an. Er sollte nicht nur funktional sein, sondern auch essbare Pflanzen optisch reizvoll präsentieren. Seit 25 Jahren hilft ihr François Valiente bei der Pflege des Gartens. Jeden Morgen teilt ihm Cécile Chancel mit, was sie sich für den Tag vorgenommen hat. Sie müssen unbedingt die Rosen untersuchen. Meiner Meinung nach funktioniert die Bewässerung nicht. In Ordnung. Und an Ihrer Stelle würde ich einen Schlauch hinzufügen. Sie kümmern sich um alle Apfelspaliere an den Kordeln. In Ordnung. Fangen Sie dort an und beschneiden Sie den da komplett. Ich hatte keine Zeit mehr. In Ordnung. Und dann gibt es noch die an den doppelten Kordeln. Sehr gut. In Ordnung? In Ordnung. Klare Ansage. Der Tag ist gerettet. Cécile Chancel will unterdessen die Ernte verarbeiten. Am Anfang wollte ich Selbstversorger sein. Ich wollte vom Garten leben können. Ich kaufte nur Milch, weil ich keine Kuh hatte. Dafür ist es zu heiß hier. Und ich kaufte Hühner, weil ich wegen des Fuchses keine habe. Und es hat genau 9 Tage gedauert, bis es im Haus einen Aufstand gab. Ich habe mir das sogar notiert. Alle träumten von Käse, Bonbons, nur nicht von Gemüse. Denn zu jeder Mahlzeit gab es Gemüse. Doch ganz kann sie es nicht lassen. Heute will sie Tomaten für die kalten Wintermonate einmachen. Das Rezept ist einfach. Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Salz und viele provenzalische Kräuter. Gärtner François ist noch mit den Apfelspalieren beschäftigt, die er nach Anweisung stutzt. Diesen Apfelbaum haben wir vor 5 Jahren gepflanzt. Wenn man bei einem 2-jährigen Baum jedes Jahr ein paar Äste seitwärts biegt, erreicht man innerhalb von 5 Jahren diese Form. Es gibt auch andere Formen, wie zum Beispiel einfache Palmetten, doppelte Palmetten, Säulen, den Cordon und doppelten Cordon. Eigentlich gibt man dem Baum die Form, die man will. Nach einem anstrengenden Tag genießen die Chancels bei einem Glas ihres hauseigenen Weines die Aussicht auf den Garten.
Zurück zu Mas de la Brune. Neben ihrem privaten Garten haben die de la Rosières auch einen magischen Garten angelegt. Dort stehen provenzalische Pflanzen, die dem Volksglauben nach magische Kräfte besitzen. So sollen junge Mädchen, die Johannisbeeren essen, später eifersüchtige Ehefrauen werden. Bohnenkraut, das zum Würzen von Käse benutzt wird, war in Klöstern strengstens verboten, da es aphrodisierende Wirkung haben soll. Heute müssen wir ein wenig darüber schmunzeln, aber früher glaubten die Menschen, dass sie sich mit Hilfe bestimmter Pflanzen von Naturphänomenen, die sie nicht verstanden oder die außerhalb ihrer Macht lagen, schützen könnten. Vom magischen Garten führt ein dunkler Tunnel in den Alchemistengarten. Das Ehepaar de La Rosière hat ihn sich ausgedacht. Durch seine Pflanzen wollen sie den Weg des Alchemisten auf der Suche nach dem Stein der Weisen darstellen und für Besucher erlebbar machen. Der Stein der Weisen ermöglicht es, aus unedlen Metallen Gold und Silber zu gewinnen und ein Universalheilmittel herzustellen. Der Weg führt über drei Etappen. Die erste, das schwarze Werk, beschwört die Geburt des Kindes herauf. Seine körperliche Entwicklung wird durch das schwarze Labyrinth dargestellt. In diesem Teil des Gartens finden sich viele schwarze Pflanzen und schwarzer Schiefer. Eine kleine Brücke führt vom schwarzen Werk zur nächsten Etappe, dem weißen Werk. Es symbolisiert die Zeit der geistigen und emotionalen Entwicklung des Menschen. Marie hat hier weiße Rosen, Gräser und Stauden miteinander kombiniert. Der weiße Kiesweg führt um ein Wasserbecken, das den Mond darstellt. Er steht für die Gefühle. Anspruchsvolle Menschen sind im roten Werk auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und der spirituellen Erfüllung. Hier dominieren rote Rosen und Granatbäume. Die Granatbäume müssen besonders gepflegt werden, denn heute Abend wird in Maries Garten ein Konzert gegeben. Die Gärtner Solène und François sind bereits seit dem frühen Morgen auf. Sie machen mir das alles sauber. Das ist gut. Ich weiß zwar, dass es die falsche Jahreszeit ist, aber ich will, dass Sie mir die Granatbäume ein bisschen stutzen. Sonst sieht man bald gar nichts mehr. Das ist nur ein Verschönerungsschnitt, kein echter. Es bricht mir zwar das Herz, aber so ist es eben. Geht das so, Madame? Machen Sie ruhig weiter. Die Leute sollen diesen schönen Baum sehen, obwohl wir schöne Blüten opfern. Ich weiß. Ich mag den weißen Garten am liebsten. Besonders zur Blüte ist er eindrucksvoll. Da fühlt man sich ganz klein, inmitten von Wolken. Man hat das Gefühl, in einem Universum zu schweben. In Baumwolle beinahe. Schon kommen die ersten Besucher zum Picknick und anschließendem Konzert des Geigers Renaud Capuçon. Mit Beethoven klingt der Tag in der Provence aus.